Heute verrate ich dir 5 geheime Wahrheiten über das Abitur 2019. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist es natürlich wichtig, dass ich dir vorneweg so viele Informationen wie möglich gebe. Und jetzt geht es quasi darum, dass ich euch einfach so 5 Dinge mitgebe, wo, wenn jetzt für dich dieses Jahr das Abitur ansteht, wo du im Vornherein nicht dran denken wirst, aber hinterher es eigentlich erst checkst. Aber es ist schon wesentlich sinnvoller, jetzt schon diese Informationen zu bekommen, weil du kannst dich darauf einstellen, damit arbeiten und so auch bessere Ergebnisse erzielen. Erstens, es wird einfach vorbei sein. Ich weiß ganz genau, dass für dich das Abi in diesem Jahr jetzt wie so ein Riesending geht. Ja? So, oh mein Gott, Abitur und danach gibt es kein Leben mehr. Ja? So als würde dein Leben am Abitur enden. Ja? Der ganze Fokus ist so stark auf dem Abitur, du kannst gar nicht mehr wirklich darüber hinausdenken. Ja? Abgesehen davon, dass du dir mal ein paar Studiengänge angeschaut hast. Aber du denkst so, Abitur, Abitur, Abitur. Aber guess what? Guess what? Auch wenn das jetzt wirklich wie so die Erklimmung des Gipfels deiner ganzen Schulzeit wirkt, was es ja gewissermaßen auch ist, danach geht es einfach weiter. Jetzt denkst du, boah, ja Leo, ich würde mich so krass freuen, wenn es Abi endlich vorbei ist. Ich sag's euch, es wird passieren. Es wird einfach vorbei sein. Abitur wird keine Relevanz mehr in deinem Leben spielen. Wird danach einfach nicht mehr in deinem Kopf sein. Und dann wirst du dann da und denkst du, lol, mein Abi ist rum. Was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Ja? Das heißt, das wird passieren. Macht euch da keinen Kopf. Es wird passieren, es wird sich weird anfühlen, es wird sich geil anfühlen, es wird sich frei anfühlen, es wird sich so komisch und alles gleichzeitig anfühlen, aber seid euch bewusst, das, worauf ihr jetzt gerade lernt, das ist groß, das ist wichtig, das ist entscheidend, aber es wird auch, wie jede andere Phase in eurem Leben, einfach vorbei sein und danach kommt wieder was ganz was anderes. Zweitens, es kann Spaß machen. Ich persönlich, ich habe 1-0 in den Abiturprüfungen geschrieben. Und da kann man sagen, oh, da muss man super viel lernen dafür. Muss man gar nicht so viel, wenn man weiß, wie man richtig lernt. Aber natürlich muss man sich schon anstrengen und auch dahinter setzen. Vollkommen logisch. Aber es kann vor allem auch Spaß machen. Du musst nicht dich für eine sehr gute Abiturprüfung oder sogar 1,0 in Abiturprüfungen, musst dich nicht reinstressen. Ich hatte, glaube ich, keinen einzigen stressigen Tag in meiner gesamten Abiturvorbereitung. Hatte ich nicht. Natürlich war ich vor den Prüfungen aufgeregt, vollkommen logisch. Aber es war nie so, dass ich mir gedacht habe, oh shit, ich muss jetzt, oh nein, wenn ich jetzt, oh mein Gott, Gott, Gott. Das bedeutet, wie schaffst du es, dass auch für dich die Abiturprüfungen geil werden, ja, mit geilen Ergebnissen, aber vor allem auch Spaß machen. Oder du zumindest keinen Druck, keinen Stress, keine Angst und so weiter verspürst. 2 Komponenten. Erstens, deine mentale Stabilität und zweitens, Vorbereitung. Wie du dich richtig vorbereitest, gibt es hunderte Videos auf diesem Kanal. Einfach hier, da. Wobei, bei euch müsste das, lass mich kurz überlegen, sag mir mal, ob ich das richtig gemacht habe. Nein, es ist da. Hier ist ja hier ist der Abonnieren-Button, würde ich euch auch empfehlen. Und hier müsste das Logo fehlen. Wenn das jetzt umgekehrt ist, wäre das so peinlich, ne? Lacht mich gerne in den Kommentaren aus. Auf jeden Fall, geht einfach auf den Kanal, schaut die Videos durch, guckt einfach, welche sind für euch gerade am relevantesten. Schaut euch das an, da gibt es genug Informationen, die ihr dafür braucht. Aber gerade auch der mentale Zustand. Es ist so entscheidend, dass du dich in dir sicherst. Ja, zum Beispiel schau dir gerne das Video zum Selbstvertrauen an und auch zu Prüfungsangst. Die beiden Videos packen wir mal hier oben ins i. Schau dir die an. Ja, du musst an deiner mentalen Stabilität arbeiten. Das machen wir auch gerade mit so vielen Leuten bei uns im Traumabitur-Coaching-Programm. Das ist so wichtig, weil nur wenn du in dir gefestigt bist, wenn du ein paar Glaubenssätze löst, ja, nur dann kannst du auch mit dieser Stabilität in die Prüfung gehen, was dafür sorgen wird, dass du viel mehr Spaß hast und vor allem aber auch die Noten hinten rausbekommst, die du durch deine intensive Vorbereitung, die auch wirklich verdient hast. Drittens, es wird normal sein. Ja, klar, vor der ersten Abiturprüfung, Aufregung ganz groß und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber glaub mir, du wirst die erste Abiturprüfung schreiben, rausgehen, denken, okay, irgendwie war es normal halt. Länger, anders, vielleicht ein Ticken vom Niveau eine halbe Stufe höher, aber ansonsten war es normal. Und dann werden die restlichen Abiturprüfungen, vor allem die schriftlich noch, es wird normal für dich sein. Also ich saß in der zweiten, dritten Abiturprüfung und es war so, wie wenn du in jede andere Unterrichtsstunde kommst. Natürlich hast du dich nochmal mehr vorbereitet, bist vielleicht trotzdem ein bisschen nervöser, aber es wird normal sein, ja? Es wird so, wir schreiben Abi, gell? Ja. Und dann gehst du da rein, boom. Ja, das heißt, die Nervosität wird schon im zweiten Prüfungsraum, also am zweiten Prüfungstermin, viel geringer sein. Und das Gleiche gilt auch, wenn du dann mündliche Prüfungen hast. Vor der ersten mündlichen Prüfung meistens Aufregung nochmal wesentlich höher. Aber wenn du die dann einmal gemacht hast, bist du auch rausgedenkt, wie, boah, in der 8. Klasse hatte ich auch schon meine englische mündliche Prüfung, die sah irgendwie auch so ähnlich aus, ja. Nur, dass die Themen ein bisschen einfacher waren. Und dann wirst du auch in die zweite, wenn du zum Beispiel wie bei mir in Bayern 2 mündliche Prüfungen hast oder auch dann noch eine Nachprüfung,
wirst da viel entspannter reingehen. Also jetzt am Anfang, klar, ist natürlich Aufregung super groß, aber glaub mir, es wird passieren, dass das dann vollkommen normal für dich ist und du wesentlich entspannter da auch reingehen kannst. Viertens, die Lehrer haben einen großen Einfluss. Ja, man denkt ja, okay, Abitur, vor allem wenn du jetzt Zentralabitur und so weiter schreibst, ja, es ist ja vom Staat vorgegeben oder selbst wenn nichts, vom Kultusministerium, vom Bundesland und so weiter, so, da haben die Lehrer gar keinen Einfluss. Und das stimmt nicht. Das bedeutet, natürlich sind die Aufgaben vom Staat oder vom jeweiligen Bundesland vorgegeben, das stimmt, aber zum Beispiel in Bayern ist es beim Mathe-Abitur so, dass die Lehrer aussuchen können, welchen von zwei Aufgabenhälften du bekommst. Ja, das müssen sie für alle entscheiden, also alle kriegen natürlich die gleichen Prüfungen, aber die Lehrer können vor Ort entscheiden, welche Hälfte der beiden Möglichkeiten von den Aufgaben teilen, welche diese Schule nimmt. Ja, das heißt, auch da kannst du auch mit den Lehrern nochmal sprechen, wo liegen deine Stärken, wo liegen deine Schwächen, damit sie das vielleicht sogar wirklich auch dann in diese Entscheidung mit einbringen. Und das Wichtigste natürlich, deine Lehrer, deine ganz normalen Lehrer korrigieren dein Abitur. Und deswegen ist auch so wichtig, dass du ein extrem gutes Lehrerverhältnis aufbaust. Ich kann dir das nur immer wieder empfehlen. Denk nicht, oh ja, beim Abitur hier, fuck y'all. Nee, die korrigieren dein Abitur. Entweder sehen sie wirklich auch den Namen von der jeweiligen Klausur, wo es natürlich dann das Verhältnis nochmal einen krasseren Impact hat, gerade weil das Abitur so stark gewertet wird. Aber selbst wenn du jetzt sagst, bei uns wird es ausgelost, bei uns wird es anonym korrigiert, sonst was. Wenn der Lehrer dich gut kennt, vor allem wenn du zu den besseren, engagierteren Schülern gehörst, dann wird er auch deine Klausur erkennen. Das glaubst du nicht, aber der Lehrer macht den ganzen Tag nichts anderes oder sein ganzes Leben lang nichts anderes, als solche Sachen korrigieren. Und wenn er schon seit 2 Jahren mit dir zusammenarbeitet, dann glaubst du doch nicht ernsthaft, dass er nicht seine Schrift erkennt. Vor allem, wenn du zu den für ihn prominenteren Schülern könntest, die fünf, mit denen er am meisten zu tun hat, natürlich erkennt er deine Schreibweise. Natürlich kennt er deine klassischen Fehler. Er erkennt das. Ja? Deswegen unbedingt auch eine gute Sympathie aufbauen. Sehr, sehr entscheidend. Fünftens, es kommt schneller, als du denkst. Und das ist bei jedem Event in unserem Leben so, was eine hohe Wichtigkeit für uns hat. Wir denken erst, oh, das ist noch so weg, das kommt nie. Ja, aber ich meine, dachtest du nicht auch vor 4 Jahren, dass du niemals in deinem Leben jemals ein Abitur schreiben wirst? Einfach nur aus dem Grund, weil es noch 4 Jahre weg ist und auf einmal, boom, hier bist du, schaust dieses Video in Vorbereitung auf dein Abitur. That's right. Und genauso wird es auch sein, dass du auf einmal in der Abiturprüfung sitzt und sagst, hä, ich habe doch vor 1,5 Monaten noch genau dieses Video angeschaut. Genauso wird es passieren. Deswegen, nutz die Zeit, auch wenn du noch 1,5 Monate hast, wenn du noch 2,5 Monate hast, wenn du noch einen halben Monat hast, egal wie lange du noch hast, nutz die Zeit. Es kommt. Ich sag's euch. Und wenn du das Maximum aus dem Abitur rausholen willst, dann komm gerne in unser Traumabitur-Coaching. Es ist das beste Programm, um diese einzigartige Chance, ein richtig gutes Abitur zu schreiben, zu nutzen. Das vor allem auf eine Art, die ohne Stress funktioniert, ohne Druck und ohne Angst, weil das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass du auch in einem emotional positiven Zustand das Ganze bewältigst und mit Spaß und Freude, mit aber eben auch den richtigen Ergebnissen. Deswegen trag einfach unten bei dem Link eine Uhrzeit an, wann es dir passt, dass jemand aus dem Team von mir mal mit dir spricht und dann werden wir eben sehen, wie das Ganze aussieht, ob du reinpasst, ob du nicht reinpasst, je nachdem und ob ich dann dich auch vielleicht bis zu deinem Abitur als dein persönlicher Coach betreue. In dem Sinne, denk dran, trag dich ein. Ansonsten, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.